Markus, jetzt bist du da bei der Wiege. Also bei dir hat man das Gefühl, das ist für dich nicht einfach ein Mühe, das ist irgendwie ein Engagement, es gefällt dir irgendwie. Ja, es ist wunderschön da. Was einfach auffällt, ist, an jedem Stand wird jemand gerne etwas erzählen, etwas loswerden. Wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs, wir sind noch nicht ganz am Schluss. Aber es ist schön, für das kommt man ja, dass die Leute die Möglichkeit haben, zum Fragen stellen, zum Diskutieren und zum auch mal ein Anliegen deponieren. Ja, aber du bist ja selber die Schuld. Jetzt bist du von Daniel Seifert zu und gesagt, ein Schulkollege, mit dem bin ich noch in der Schule. Also du suchst den Kontakt natürlich auch, oder? Ja, das ist ja auch eine Freude. Ja, Daniel ist ja wieder noch mal gesehen. Das ist ein ganz toller Kollege, dort, wo wir die Meisterprüfung absolviert haben. Und das eine schöne Erinnerung und das ist dann auch immer wieder eine Freude, eben gerade solche Menschen hier dürfen zu treffen. Nationalrat, Bauernpräsident und gell, wirklich anerkannt als Biobauer bei einem anderen anerkannt, das ist manchmal gerne zweifach. Bringt es zum Essen das auch mit sich, dass man hier da wieder ein bisschen Sympathie ja, gewinnen kann? Ja, das ist natürlich wichtig. Oder? Die Landwirtschaft im Moment hat ja auch viel Kritik in ganz verschiedenen Bereichen. Und da ist wichtig, dass man näher zu den Leuten geht, auch erklärt, warum was man was macht. Und das ist wichtig, da eben auch den persönlichen Kontakt zu suchen. Wir sagen es halt, der Böschnihof. Wir sagen es jetzt darum, weil wir gerade da sind. Es hat andere natürlich auch, gell? Direkthofvermarkter, einige. Ist das etwas, hat das Zukunft? Ja, in verschiedenen Bereichen ist das eher gute Zukunft. Ich denke, im Gemüse, im Obst, aber natürlich auch im Weinbau, gerade auch mit tollen Produkten. Da liegt die Zukunft wirklich drin. Es gibt Produkte, die schwieriger sind, Getreide oder Milch, wo die Verarbeitung tiefer ist und auch grosse Mengen hat. Dort ist sicher schwieriger. Aber sie machen das hier perfekt, die Familie Seifert, und die haben auch viel Erfolg. Lokal daheim, sagen wir mal Rintal, die jetzt dort ansteht, der richtige Gruppe, zählen wir es auch noch da dazu. Oder? Du lebst zwischen Trema, Olma und natürlich eben da Wiege. Wie wichtig ist jetzt die Politik, weißt du, dass jemand wie du jetzt im Nationalrat ist? Ja, wichtig ist natürlich, dass man die Anliegen gerade von der Bevölkerung, von der Basis, von den Leuten, die es auch am Herren tragen, kann weitertransportieren, zu Bern noch einbringen, sei es in der Verbandspolitik oder über die Fraktionen und dann am Schluss auch ins Parlament. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass Botschaften vorhanden sind, die dann auch den Kontakt eben zu den obersten Bundesbehörden sicherstellen.